Hallo, guten Abend hier aus der Ausstellung Hass, was uns bewegt. Wir sind zwar hier vor Ort, aber Sie, ihr seid immer noch digital. Wir haben noch kein analoges Ausstellungsangebot, aber wir freuen uns, dass jetzt so viele Menschen mit dabei sind. Wir beginnen mit einer kleinen Verzögerung, aber das macht nichts. Jetzt klappt die Technik perfekt. Meine Bitte wäre aber, dass ihr Ton und Bild ausgeschaltet lasst. Fragen könnt ihr dann im Chat stellen. Die Ausstellung Hass, von der man jetzt hier so ein bisschen sieht, auf der Ausstellungsfläche, auf dem Bereich, in dem wir gerade sind, beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen Wirkmacht von Gefühlen. Sie ist Teil einer Ausstellungstrilogie, die sich den Gefühlen Gier, Hass und Liebe widmet. Bestandteil der Ausstellung sind auch jeweils zu jedem Ausstellungsteil zwei künstlerische Produktionen, die Bestandteil der Ausstellung sind. Für die Ausstellung Hass ist es einmal eine installative Arbeit der Stuttgarter Künstlerin Ülkü Süngün, die beschäftigt sich mit rechtsextremistischem und rassistischem Hass und insbesondere mit der Perspektive von Betroffenen auf Hass und Gewalt. Die zweite Produktion, da stehe ich jetzt hier gerade in der Bühnenfläche, ist von der Künstlerin Carina Clay, von der Choreografin. Und damit wollen wir uns hier heute Abend beschäftigen. Und mehr will ich eigentlich gar nicht verraten. Viel Vergnügen kann man vielleicht nicht immer sagen bei allen Themen, aber viel Interesse wünsche ich dieser Veranstaltung und übergebe jetzt an die Choreografin und Künstlerin Carina Clay und ihr Team. Dankeschön, Caroline Gritschke, und Dankeschön an alle Gäste und Gästinnen, die jetzt hier in unserem Zoom-Talk bei uns sind, um dem zweiten Emotion-Livestream hier im Haus der Geschichte beizuwohnen. Ich wurde schon so wunderbar vorgestellt. Mein Name ist Carina Clay. Ich bin Tänzerin, Choreografin und auch Leitung meiner eigenen Künstleragentur hier in Stuttgart. Ich bin sehr geehrt und stolz drauf, ein Teil dieser Ausstellung Hass, was dich bewegt zu sein. Und wir befinden uns hier gerade mitten in dem Cypher, das einen Teil meiner Beiträge zu dieser Ausstellung darstellt. Zuerst möchte ich alle Gäste dort darauf hinweisen, dass wir uns sehr, sehr darüber freuen, wenn wir im Austausch bleiben. Also schreibt uns gerne im Chat eure Fragen oder Anregungen oder Geschichten zu dem Thema. Wenn irgendwas, was ihr heute hört, euch inspiriert, schreibt uns dazu. Wir werden im Anschluss an dem Programm im Publikumsgespräch sehr gerne darauf eingehen. Falls es technische Störungen gibt jetzt zwischendurch, zum Beispiel von zu Hause aus, kennt ihr alle Internetprobleme. Wir zeichnen das Ganze auf und es wird auch im Nachhinein auf YouTube zur Verfügung gestellt. Also keine Sorge, falls es zwischendurch mal zu einem Ausfall kommt auf eurer Seite. Wenn es auf unserer Seite ist, dann machen wir uns Sorgen. Aber ich glaube, läuft jetzt alles wunderbar. So. Weitere Punkte, die ich auch noch ansprechen möchte, auch wenn im Nachhinein nach dem Chat noch der Bedarf ist, mit uns in Kontakt zu treten. Wir haben den Emotions-Blog, einfach www.emotions-project.com, und da ist auch eine Kontaktadresse. Schreibt uns gerne E-Mail und ich leite das an die entsprechenden Gäste von heute weiter. So wie zum offiziellen Part. Dann kommen wir doch jetzt mal zum künstlerischen Part. Wir sind hier mitten in dem Cypher. Für alle, die noch nicht in der Ausstellung gewesen sind, ich kann es einfach empfehlen, kommt mal hierher ins Haus der Geschichte. Im Emotions Project sind wir 25 Personen, Laien sowie Profis aus unterschiedlichsten Kunstbereichen, die zusammengekommen sind, um sich mit dem Thema Hass auseinanderzusetzen. Ich freue mich wirklich sehr, dass so viele Menschen sich gemeldet haben auf meinen Aufruf damals 2019. Ende 2019 haben wir mit dem Projekt begonnen. Wir haben uns mit Hass aus verschiedenen Perspektiven auseinandergesetzt. Einmal aus der Perspektive des Hassenden und einmal aus der Perspektive des Gehasstwerdenden. Hier in dem Cypher sieht man hinter mir, auch vor allen Dingen, wenn ich mich jetzt bewege, sieht man Menschen auf den Monitoren, die zeigen, wie sie sich vorstellen, wie sich dieses Gefühl von Hass in einem Menschen aufbaut. Das sind unsere TeilnehmerInnen aus dem Emotions-Projekt, aufgenommen von Mr. und Mrs. Clip, unserem wunderbaren Filmteam, die diese ganzen Produktionen mit uns gemeinsam gestaltet haben. Wir sind verschiedene Emotionen durchgegangen. Wir haben uns gefragt, wie entsteht Hass überhaupt? Und wir haben uns für verschiedene Stufen entschieden. Wir fangen hier in diesem Cypher erstmal mit Desinteresse, Ignoranz
und Langeweile an. Und je mehr Aktion hier in dem Cypher passiert, sieht man auch gleich hinter mir, Larry, und da bin ich selber nochmal, fangen an, unfreundlich zu werden. Wir lachen aus, wir finden das Ganze peinlich und sind einfach respektlos. Von der Respektlosigkeit steigert es zu Abscheu bis hin zu Wut, Ärger und die absolute Steigerung Hass. So haben wir uns in unserem Projekt erklärt, wie es zu Hass kommt, weil man fängt nicht von jetzt auf nachher an zu hassen. So ist zumindest unsere Erfahrung. Hier seht ihr Profis und Laien, die das darstellen, um einfach BesucherInnen hier in dem Museum ein Erlebnis zu geben, das nicht unbedingt nett und freundlich ist, sondern einfach mal spielerisch, sagen wir mal, in die Position des Gehasstwerdens reinzukommen. Was ist, wenn du Zentrum des Hasses wirst? Und das ist das, was hier im Cypher passiert. Man wird plötzlich Zentrum von Ablehnung und Hass. Das Ganze wird hier unten auf dem Boden, kann man es sehen, durch Motion Tracking getriggert. Also man sieht hier diese wunderbaren Stacheln, wie diese alltäglichen Stacheln der Diskriminierung, die wir alle ständig erleben. Und diese Stacheln, einzeln nicht so dramatisch, aber in Summe können die sehr, sehr, sehr schmerzhaft werden. Sobald ich mich hier in dem Cypher bewege, beziehungsweise alle, die uns in diesem Cypher besuchen, triggern wir diese Menschen, die hier digital im Cypher um uns herum stehen und mit Ablehnung auf uns reagieren. Das war so kurz die technische Erklärung. Das Ganze hat realisiert Markus Döring von PMD Art. Auch hier vielen Dank an dieser Stelle. Musikalisch ist es untermalt von Komposition von Robin Becker, einem wunderbaren Komponist, der auch hier auf einer der Monitore zu sehen ist, hier im grünen T-Shirt. Robin Becker hat sich mit allen Künstlerinnen aus dem Projekt auseinandergesetzt, mit allen Themen und für alle wirklich maßgeschneidert Musik komponiert. Die wird man hier im Cypher erleben, sobald man einen Kopfhörer anzieht. Also es ist wichtig, einen Kopfhörer mitzunehmen. Man wird sie heute Abend in unseren Tanzperformances erleben und auch im Otto-Borst-Saal, wo wir 8 unserer Performances präsentieren. Denn 8 Stücke sind aus diesem Projekt entstanden. 2 davon werden wir heute zeigen. Das erste Stück würde ich jetzt gern anmoderieren, und zwar ist das das Stück Trotz von Lea Rossi und Josefa Tertelmann. In diesem Stück haben sich die beiden mit Feminismus und Genderrollen auseinandergesetzt und vor allen Dingen dem Druck aus der Gesellschaft. Also jetzt gucken wir uns auf jeden Fall die Kinofilmproduktion von Lea und Josi, weil wir es leider nicht live aufführen können, weil Josi leider an Corona erkrankt ist, aber wir werden sie nachher über Zoom sehen. Bis gleich. Sehe ich aus? Wie wirke ich auf andere? Lächle ich genug? Bin ich zurückhaltend genug? Kann ich so sein, wie ich will? Täglich stelle ich mir solche Fragen. Ich weiß die Antwort. Ich kann sein, wer ich will. Wer ich bin. Wer ich möchte. Doch etwas hindert mich daran. Die Gesellschaft.
Hast du einen Freund? Nee. Ah, okay. Hast du einen Freund oder eine Freundin? Ich weiß ja nicht. Warum fragst du nicht einfach, ob ich in einer Beziehung bin? Trägst du eigentlich einen BH? Ich hasse die Dinger. Ja, Mann, die engen so ein. Muss ich mich wirklich rasieren? Kein Bock, du. Lea, du zeigst aber heute viel Haut. Sie schritt dahin und dachte nach. Über alles und nichts. Über die Wichtigkeit, wichtig und doch unwichtig sein zu müssen. Über Blut. Über den Austritt. Über Haut, über nackte Haut. Über Brüste, über nackte Brüste. Über Vulven, über nackte Vulven. Sichtbarkeit über Unsichtbarkeit, über Berührungen, über ungewollte Berührungen, über Nachdenken, Nachdenken über sich selbst, Nachdenken über sich selbst und ihren Körper, über Klischees und Stereotypen, über Bewertungen, über ungewollte Bewertungen, über alles und nichts, über alles und nichts, über alles und nichts. Stopp! Ich werde in Kasten gezwungen, die immer enger werden. Ich werde in eine Schublade gesteckt, die nie aufzugehen scheint. Über mein Äußeres wird nachgedacht, spekuliert, bewertet. Ich möchte nicht so aufwachsen.
Ich möchte nicht, dass meine Schwester so aufwächst. Ich möchte unabhängig aufwachsen. Vorschreiben zu lassen, wie ich zu sein habe. Ich habe keine Lust darauf, dass andere über mein Leben entscheiden und darüber bestimmen, wie ich es zu leben habe. Ich möchte, dass mehr und mehr Menschen sich dafür einsetzen. Einsetzen für die Freiheit, denn genau diese fehlt. Und diese Freiheit zu erkämpfen ist nicht leicht. Doch mit vielen Menschen kann es geschafft werden. Das Ziel von Feminismus ist nicht das Ziel, das viele vor Augen haben. Es geht nicht nur darum, Frauen zu fördern, egal in welchem Bereich. Es geht darum, das Bild, das die Frau wieder geben muss, und die Rolle, die sie zu spielen hat, abzuschaffen. Denn nur das ist wirkliche Freiheit. Freiheit ist nicht, wenn eine Chefin eines Unternehmens trotzdem Sexismus und Objektifizierung ertragen muss. Freiheit ist, wenn jede Frau so sein kann, wie sie möchte. Und von dieser Freiheit sind wir noch weit, weit entfernt. Hier, also es ist wirklich unglaublich. Unser Projekt ist ja wirklich vom Pech verfolgt. Es ist unglaublich, wir hatten innerhalb von den letzten 24 Stunden 4 Corona-Fälle in diesem Team. Und jetzt improvisieren wir ganz kurz. Ich habe die Lea jetzt hier reingeholt. Ich habe die Lea reingeholt und wir werden das Interview mit dir jetzt schon mal ein bisschen vornehmen und du kannst vielleicht jetzt gleich erzählen, was war so dein Gedanke hinter diesem Projekt? Wir haben uns ja auch damit auseinandergesetzt und dir war es wichtig, ein Thema anzubringen, wo du dich selber diskriminiert fühlst. Meine Frage an dich, was ist für dich Gender? Wie siehst du Gender und was findest du zu dem Thema, sollte sich verändern in der Gesellschaft? Also Dankeschön erstmal und mir war ja besonders das Thema Gender ziemlich wichtig, weil ich das selber auch erfahren habe als etwas, das immer sehr, also als etwas ziemlich Einschränkendes erfahren habe bei mir selber. Also wie muss ich mich jetzt anziehen, damit ich so passe als Frau und so. Und wie gefalle ich jetzt Männern oder sowas? Oder man muss sich immer so, also immer dieses Gefühl, dass man in diese Rolle reinpassen muss. Und ich finde eben deshalb sollte Gendern, also Gender ist für mich etwas, das weniger vom Geschlecht als jetzt eher vom Individuum abhängig sein sollte. Also man sollte eher auf das Individuum von einem Menschen schauen als jetzt auf das Geschlecht aus meiner Sicht. Und die Gesellschaft könnte, also die Gesellschaft sollte meiner Meinung nach einfach weniger beeinflussen. Zum Beispiel, wie wir es auch in unserem Video gezeigt haben, durch Werbung, wo sehr viel beeinflusst wird,
Was man auch später dann, wenn man älter ist, von klein auf sieht man so zum Beispiel eben solche Werbungen, die einen beeinflussen und Gesellschaft generell, die einen beeinflusst. Und später denkt man sich dann so, scheiße, ich weiß nicht, was mache ich jetzt? Ich bin jetzt vielleicht komisch oder falsch, weil ich fühle mich einfach nicht frei, dadurch, wie ich einfach von der Gesellschaft beeinflusst wurde. Und deshalb sollte die Gesellschaft einfach freier sein, aus meiner Sicht. Und, genau. Dankeschön, Lea. Sehe ich übrigens genauso. Sollten wir uns doch alle mal ein bisschen freier machen von irgendwelchen komischen Vorstellungen in unserem Kopf. Und ich hoffe, dass die Josi jetzt per Zoom dazugeschaltet werden kann. Josi, bist du da? Kannst du uns hören oder mich hören? Könnt ihr alle mich hören? Hallo, ich bin da und ich kann euch hören. Da bist du. Josi, wie geht's dir denn? Arme, echt. Ja, ich finde es auch total schade, dass ich jetzt nicht dabei sein kann. Aber ich bin zum Glück noch eigentlich ganz gesund. Mir geht's gar nicht so schlecht. Also eigentlich alles ganz gut. Okay, das ist schön zu hören. Also wir hoffen echt, dass es so bleibt. Und wir haben ja echt, also wir haben ja wirklich so viel Abenteuer gehabt, weil wir haben es ja sogar schon verschoben, weil eigentlich wollten wir ja im Februar schon aufführen. Und da hat es dich erwischt, Lea. Ja. Also dann haben wir es demnächst mal durch, oder? Dann haben wir es alle gehabt. Ja, also die Lea hat ja jetzt gerade auch schon ein bisschen erzählt zu dem Stück, das wir jetzt gerade gesehen haben. Liebe Josi, magst du auch kurz mal erzählen, weil für dich war es wichtig, als wir uns zusammengesetzt haben, war es wichtig, ein Stück auch zu machen, wo wir über Feminismus sprechen. Am Ende des Stückes habt ihr da auch eine sehr schöne Definition von Feminismus gehört. Josi, magst du sagen, warum war es dir wichtig, ein Stück über Feminismus zu machen? Also mir war es besonders wichtig, weil das Thema Feminismus oft in der Gesellschaft als abgehakt gilt, weil also im Grundgesetz, sage ich mal, oder generell im deutschen Gesetz sind alle Frauen und alle Männer gleichberechtigt und das scheint dann erstmal so, als würde überhaupt keine Ungleichheit und keine Ungleichberechtigung da sein. Das ist aber aus meiner Sicht total falsch, weil Sexismus einfach überall und zu jeder Zeit passiert und also in manchen Ländern sind natürlich Frauen auch noch durch das Gesetz benachteiligt, nicht nur durch Handeln von bestimmten Personengruppen. Genau, und die Diskriminierung ist halt überall und das macht, also es ist halt, man sollte dagegen was tun und man sollte darauf aufmerksam machen, dass wir noch lange nicht an dem Punkt sind, wo wir sagen können, dass wir in einer Gleichberechtigung leben. Genau, und das fand ich halt wichtig, das auszudrücken, weil das einfach super wichtig ist. Genau, und ich bin natürlich auch extremst dankbar dafür, dass ich das dann auch durch so einen künstlerischen Teil ausdrücken kann oder konnte. Und das finde ich total toll. Genau, aber trotzdem natürlich, also ich hoffe jetzt, dass wir vielleicht mit diesem Video irgendwie auf ein paar Dinge aufmerksam machen konnten, die vielleicht einfach in manchen Köpfen noch nicht so ganz angekommen sind und dass Leute, die das vielleicht sehen, sich dann ein bisschen mehr Gedanken darüber machen können und dann vielleicht ein bisschen die Ungerechtigkeit dann vielleicht auch noch mehr sehen können, genau. Ja, das einfach angreifen und aktiv werden, das wäre schön. Dankeschön, liebe Josi, das hast du wirklich richtig, richtig toll gesagt und ich muss ja auch sagen, ihr beiden, ihr wart 15, als ihr mit dem Projekt angefangen habt. Jetzt seid ihr 16. Also ich weiß auch alle, die ich euren Film zeige, sind total geflasht und begeistert, dass ihr so reflektiert seid mit 15 Jahren. So, erstmal eine Frage an dich und dann noch an dich, Lea. Also was ist so bei dir als privat so der Punkt gewesen, wo du gesagt hast, hey, nee, da ist keine Gleichberechtigung. Hast du das am eigenen Leib erfahren oder vielleicht in der Familie oder ist da irgendwie was du uns erzählen kannst, wo du sagen kannst, hey, das war doch einfach ein klarer Fall dafür, dass da keine Gleichberechtigung herrscht. Also man merkt es eigentlich ganz oft, dass wenn man wohin kommt und sozusagen, wenn du halt als weiblich identifiziert wirst, dann werden Erwartungen an dich gestellt. Und es ist ja auch meistens unterbewusst, das habe ich jetzt auch am Wochenende wieder gemerkt. Ich war wo neu und habe gemerkt, ich entspreche jemand, die Erwartungen entspreche ich einfach nicht.
Und ich habe ja zwei große Schwestern und die eine studiert Sozialwissenschaften, wo es natürlich auch sehr, sehr viel um Gender und Feminismus und so geht. Und irgendwie hat sie mich dann so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen rangeführt und hat gesagt, guck mal, Josi, hier, das ist super ungerecht, was da eigentlich passiert. Und natürlich dann noch solche Dinge, dass dann einfach jemand zu mir kommt und mich dann darauf anspricht, dass ich ja heute besonders viel Haut zeige. Und solche Dinge, da habe ich dann so langsam angefangen zu merken, dass wir vielleicht doch in einem Patriarchat und nicht in einer gleichberechtigten Welt leben, genau. Ja, sehr gut. Ich habe den Eindruck, bei dir wird in der Familie auch viel darüber gesprochen, kann das sein? Ja, tatsächlich schon. Das ist schön. Lea, wie war das bei dir? Also gab es so einen Punkt, also wie ich ja schon gesagt habe, ihr seid beide 15 und so reflektiert. Also da denke ich auch, also entweder ihr habt euch einfach so krass damit auseinandergesetzt, aktiv, oder es ist so viel auf euch hereingebrochen, dass ihr mit 15 schon überhaupt euch solche Gedanken machen müsst. Wie ist das für dich? Ja, also ich glaube, zum einen habe ich schon immer so bemerkt, dass eben diese Benachteiligung für Frauen existiert und auch so bei mir, also ich habe das gespürt, also in meinem Alltag auch immer wieder eben diese Anforderungen an Frauen und so wie es schon Josi gesagt hat, und manchmal ist es einem nicht mal bewusst, und weil ich auch ein ziemlich reflektierter Mensch bin, habe ich dann mir auch Gedanken irgendwann drüber gemacht, und es war nicht mehr so unbewusst. Also ich habe diese Diskriminierung und Einschränkungen für die Frau aktiver wahrgenommen, auch weil ich habe keine Geschwister, bin mit Erwachsenen viel mit Erwachsenen war ich, als ich klein war, und deshalb habe ich mich früh dran gewöhnt, an so Erwachsenengesprächen so teilzunehmen und da dann so ziemlich viel zu reflektieren. Und ich glaube, so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und auch unter meinen FreundInnen ist es ein ziemlich großes Thema, also sowas. Und daher. Schön. Ja. Also das heißt, ihr habt auch ein ganz, ganz super tolles Umfeld, das mit euch gemeinsam das reflektiert. Ja, also das ist viel wert. Das ist viel wert. Toll, danke schön. Also wir sehen euch nachher auf jeden Fall nochmal am Ende im Publikumsgespräch. Also bitte stellt Fragen an Lea und Josi. Wir werden die Fragen nachher am Anschluss gerne, gerne beantworten. Gebt uns auch eure Geschichten, die ihr dazu beizutragen habt. Wir freuen uns über alle Beiträge, die von euch kommen. Dann verabschiede ich dich und wir sehen uns gleich wieder im Cypher. Und ich werde jetzt gleich die Maria Schneider hier bei mir im Cypher begrüßen. Maria Schneider ist Sozialpädagogin und Einrichtungsleitung in der Kinder- und Jugendhaus Fasanhof. Ich wollte Förderung sagen, aber Kinder- und Jugendhaus Fasanhof. Und auch frisch gebackene Mutter. Und wir werden alle diese Themen gleich auch ansprechen. Und vor allen Dingen ganz, ganz toll, Maria Schneider ist unsere Kooperationspartnerin von diesem Emotions Project und hat uns die Räumlichkeit 2 Jahre lang zur Verfügung gestellt, wo wir all diese tollen Produktionen machen konnten. Also wir freuen uns gleich auf Maria Schneider mit mir hier im Cypher. Hallo Maria! Schön, dass du zu uns in Cypher gekommen bist. Und schön, dass du hier bist. Du hast ja auch das Stück jetzt von Lea und Josi ja schon gesehen. Und du hast ja auch festgestellt oder auch gesehen, die haben sich vor allen Dingen mit Werbung auch auseinandergesetzt, so mit Plakatwerbung oder sonstige Werbung, die sehr sexistische Inhalte hat. Hast du auch jetzt gerade in deiner Arbeit in der Kinder- und Jugendhaus solche Themen auf, dass die Kinder euch auf sowas ansprechen, dass es sie stört oder so? Also prinzipiell kommen die Kinder und Jugendlichen bei uns erstmal mit allen Themen, die sie beschäftigen und bewegen, zu uns. Das heißt, es kommen die kleinen Themen, was ist heute in der Bahn passiert oder was ist in der Schule passiert. Aber natürlich kommen die Kids auch mit allem Großen zu uns. Die kommen mit Themen Alltagsrassismus, Rassismus, Sexismus. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die Kids und Jugendliche auch teilweise irritiert oder Fragen gestellt haben, als du jetzt plötzlich Mama geworden bist. Also sie sind es gewohnt, dass du die Chefin bist, ja, dass du immer da bist und du rockst den ganzen Laden und jetzt bist du Mama geworden. Was bedeutet das? Hast du auch gemerkt, dass da schon kulturell unterschiedliche Lebenswelten da aufeinander clashen? Wie war das? Wie haben die darauf reagiert? Was für Fragen sind in den Raum gekommen? Tatsächlich war das mit dem Thema Mutterschaft eher gar nicht so das Thema, du bist jetzt Mama, sondern eher,
kommt hier irgendwie Alter mit, wie Heirat mit, wie kann man denn unverheiratet ein Kind kriegen, muss ich tatsächlich ab und zu mal erklären. Aber da merkt man wieder, es gibt ein ganz bestimmtes Bild, das halt die Frau zu sein hat, so wie die Lea gerade schon meinte. Ja? Man hat dieses Bild, in das man so ein bisschen gezwängt wird und manche sind da reflektiert, so wie Lea und Lucy da schon super reflektiert sind. Und es gibt eben andere, die da sich vielleicht auch noch nicht so viel Gedanken gemacht haben. Und für die war das total krass zu hören, dass ich jetzt ein Kind kriege und ich habe ja noch nicht mal einen Mann. Nicht ja, aber klar. Und so hat man eben dann Themen, über die man dann aber austauscht. Und für die ist das vielleicht auch das erste Mal, dass sie damit in Berührung kommen. Mhm. Aber sie haben Interesse, sie können das von uns annehmen. Und es ist einfach toll, dann auch mit den jungen Menschen da zu diskutieren. Mhm. Weil sie uns einfach als AnsprechpartnerInnen wahrnehmen in so einem Haus. Wir sind anders als Eltern, wir sind anders als Lehrerinnen und das führt einfach zu tollen Gesprächen. Ja, also ihr seid da auch einfach nochmal so Vertrauenspersonen, also zusätzlich, wie du schon gesagt hast, zu den LehrerInnen, zu den Eltern, zu der Familie, seid ihr nochmal so wie so ein neutraler Ort, wo man das Gefühl hat, frei sprechen können, würdest du so wiedergeben? Und ich fand es nett, auch im Video hatte Lea und Jusi das erwähnt, dass man immer so ein bisschen, wer darf ich sein? Darf ich so sein, wie ich bin? Mhm. Und da versuchen wir eben zu sagen, wir als Jugendhaus, wir bieten euch eine Plattform, wenn man so möchte. Wir bieten euch einen Raum, wo ihr wirklich so sein könnt, wie ihr wollt. Toll. Und möglichst frei von gesellschaftlichen Erwartungen. Also man kriegt das natürlich nicht immer hin und nicht jeden Tag. Und da sind andere Jugendliche, vor denen man sich ja auch irgendwie präsentieren muss. Aber bei uns kann man sich so ein bisschen in einem geschützten Rahmen ausprobieren. Mhm. Wir haben eine Besucherin, die kam eine Zeit lang immer mit Katzenohren. Okay. Und das dann zu thematisieren und eben zu gucken, das wird jetzt nicht ein blödes Thema, sondern dann zu sagen, ist doch schön, wieso nicht? Ihr gefällt es jetzt. Was gefällt dir denn? Du bist doch ein anderer Mensch. Mhm. Und da einfach zu schauen, dass wir für möglichst viele ein Raum sind, wo sie sich wohlfühlen können, wo sie so sein können, wie sie möchten. Mhm. Oder sich auch ausprobieren können und morgen entscheiden können, na, vielleicht sind die Katzenohren doch nichts mehr für mich. Heute grüne Haare. Weiß nicht. Also hast du das Gefühl, die probieren das bei euch aus, bevor sie es woanders ausprobieren? Da ich die Kids ja vor allem bei uns kenne, kann ich es nicht ganz bestätigen, aber teilweise wurde uns dann gesagt, ja, also in der Schule trage ich die Katzenohren nicht. Mhm. Okay, ja. Okay. Das ist schön. Also das ist schon ein Safe Space, das ihr da kreiert für Kinder und Jugendliche tatsächlich. Wir versuchen ihn zu kreieren. Es ist trotzdem so, dass mal was passiert, wo man eben, wo trotzdem passiert, dass, keine Ahnung, jetzt nicht im Thema Sexismus, aber gerade im Ohr, dass jemand sagt, scheiß Geflüchtete. Aber das ist dann wieder für uns halt der Ansatzpunkt, da zu thematisieren. Ja. Also wir hören da nicht weg, wenn jemand so einen Unterschied negativ hervorhebt, sondern thematisieren das mit den Kids, besprechen das, sagen, was steckt da dahinter und ja. Du hast auch gesagt, du hast das Gefühl, sie testen sich manchmal aus. Also wie du sagst, zum Beispiel scheiß Geflüchtete, dass sie es manchmal auch so sagen, du hast den Eindruck, dass sie wollen, dass du es hörst, um zu sehen, wie denkst du darüber? Weil es ist natürlich auch so die Frage, man verarbeitet ja so viele Sachen und weiß oft nicht, wie kann ich darüber sprechen, wen kann ich da fragen, wie frage ich das überhaupt? Und du hast gesagt, du hast das Gefühl, manchmal werden auch Themen getriggert, um zu gucken, wie ihr reagiert. Absolut. Also ich habe jetzt auch, wenn es jetzt eher wieder zu heute besser passt, Jugendliche, die mir wirklich oft dann sowas, ich bin fett geworden, so im Nebensatz auch fallen lassen. Und da steckt ja ganz viel dahinter. Also da steckt ja Bodyshaming dahinter oder da steckt der Wunsch nach Anerkennung vielleicht. Was verbindet man mit dicken Menschen? Was verbindet man mit dünnen Menschen? Wie ist eben das Bild? Wie hat eine Frau oder ein Mann zu sein? Ja. Und manchmal wollen sie das auch nicht thematisieren und wollen es einfach nur mal so in den Raum werfen, gucken, wie reagiert sie jetzt. Und dann gar nicht in die Tiefe gehen. Genau, so. Und am anderen Tag geht man in die Tiefe oder man geht mit jemand anders dann in die Tiefe. Und das ist, man muss aber darauf reagieren und das hören und wahrnehmen als Mitarbeiterin. Also ihr habt ja also auch als Vorbilder, habt ihr auch eine verantwortungsvolle Rolle. Wie geht ihr mit so Rollenbildern um, in der Arbeit, im Alltag? Das ist tatsächlich was sich auch immer wieder verändert. Also wir verändern uns ja auch, wir sind in der Arbeit viel mit unserer Persönlichkeit drin. Das ist einfach ein sehr direkter, intensiver Job so ein bisschen. Mhm. Aber letztendlich heißt offene Kinder- und Jugendarbeit, wir sind offen erstmal. Mhm. Und das ist so unser Hauptcredo. Egal wer der Mensch ist, der da jetzt reinkommt, wir sind offen. Wir gucken, versuchen unvoreingenommen daran zu gehen und diese Person einfach diesen Safe Space hier in diesem Haus zu ermöglichen. Mhm. Dass das nicht immer gelingt und auch bei uns eben Sachen triggert. Wir haben selber unsere Geschichten, wir haben selber vielleicht Vorbehalte gegenüber Menschen, die
andere sexuelle Orientierung haben oder so. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass wir als Mitarbeitende uns da immer wieder hinterfragen. Ja. Ich würde auch behaupten, es gelingt nicht immer, genauso wie mir nicht immer gelingt, gendergerecht zu sprechen oder so. Und, aber das ist halt ein Prozess, und wir versuchen es, diese Offenheit zu bewahren in jeglicher Hinsicht. Mhm. Aber man merkt schon, wir haben auch selber unsere Vorbehalte, unsere Themen, die wir da irgendwie mit einbringen. Ja. Hast du das Gefühl in irgendeiner Weise, dass ihr als Sozialpädagogen da begleitet werdet, seid oder in irgendeiner Form vorbereitet seid auf das, was da kommt? Weil du gesagt hast, man bringt ja sein eigenes natürlich mit, seine Person, seine Sozialisierung, seine Geschichten und Erfahrungen auf seine eigenen Trigger. Aber ihr seid einfach wichtige Bezugspersonen. Hast du das Gefühl, dass ihr als Sozialpädagogen vorbereitet wurdet auf diese Rolle? Also ich habe vor circa 10 Jahren studiert und es war da jetzt nicht so ein Thema. Also mhm. Thema um Gender, so wie auch die Lea Josi gerade erzählt hatte von ihrer Schwester, um Feminismus, solche Themen werden besprochen. Aber mhm. es ist natürlich nicht so, dass man wirklich darauf eingeht, wie seht ihr das und im Detail diskutiert wird. Ich würde mir da wünschen, dass da mehr passiert. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Ich vermute, dass das jetzt aber auch nicht super thematisiert wird. Und es ist vor allem was eben immer wieder der Selbstreflexion bedarf. Und da könnte man schon noch mehr machen, auch in einem Studium oder einer Ausbildung, dass man nochmal die Personen, die das studieren oder die Ausbildung machen, es ist einfach auch ein Abbild der Gesellschaft. Und da gibt es Menschen, die sind homophobisch unterwegs. Ja. Es gibt Menschen, die können nichts damit anfangen, dass es queere Menschen gibt. Und es fängt ganz früh an, also genau. Im jungen Alter. Ja. Und da muss man schon sagen, es ist, glaube ich, schon auch manchmal noch viel von der Persönlichkeit abhängig. Und das könnte man, also würde ich mir auch wünschen, dass da einfach noch ein bisschen was passiert, dass man vielleicht auch nochmal gezielte Fortbildung macht, die Selbstreflexion auch stärken, zu gucken, was trage ich denn dazu bei, dass dieses Bild verfestigt wird. Ist es immer der Mann, der in der Werkstatt steht und das Werkangebot mit den Kids macht? Oder achte ich jetzt auch als Einrichtungsleitung darauf, dass wenn wir ein Werkstattangebot machen, dass es jetzt ich mache? Mhm. Oder muss es jetzt immer der männliche Kollege machen? Ja, sehr gut. Also ihr brecht mit diesen Bildern. Ja. Genau. Ja. Sehr schön. Ja, also das, denke ich, ist doch eine schöne Anregung auf jeden Fall, weil du hast selber gesagt, es ist schon 10 Jahre her. Also man ist ja doch länger in dem Beruf und die Gesellschaft ist im Wandel. Und deswegen denke ich, also einerseits ist die Ausbildung an sich, dass man Starter-Kit bekommt, aber auch so berufsbegleitende Fortbildung, Interventionen, auch Kooperationen. Also da kommen wir nachher auch zu so einer gelungenen Kooperation. Also dass man so einfach guckt, dass man dranbleibt, weil ich denke, es ist schon ganz gut, wenn man euch ein bisschen auch was an die Seite gibt, ein paar Hilfestellungen. Und ich sage, okay, viel Spaß damit, ihr kriegt das schon irgendwie hin. So. Also es ist schon viel erwartet. Also ich glaube auch, so, dass wir jetzt mit dir wieder auf dieses Thema gebracht worden sind, auch bei uns im Team. Mhm. Das war jetzt super letztlich. Ne? Und es gibt andere Jugendhäuser, die dann vielleicht da nicht drauf kommen und dieses Thema jetzt halt nicht für sich haben. Und ja. Ich habe natürlich auch persönlich Themen, die mich wieder mehr interessieren an dem einen Tag, an dem anderen Tag weniger. Und so verändert sich aber auch das Jugendhaus mit den Mitarbeitenden. Ja, ja, das heißt, ja. Manchmal geht es vielleicht besser, manchmal nicht. Im Jugendhaus unter Türkheim haben sie die Queerdenker vor Ort, da wird das Thema bestimmt viel präsenter sein als ja, in anderen. Ja, ja, ja. Aber wünschenswert wäre natürlich, das ein bisschen auch zu installieren, dass es auch wirklich okay. Überall mal Thema ist. Also, das ist einfach ein wichtiges Thema. Voll. Schön, also du hast so viele tolle und wichtige Sachen jetzt gerade gesagt. Ich gehe mal kurz meine Fragen durch. Ich glaube, wir haben schon alles besprochen. Finde ich ganz, ganz toll. Du hast, ja, genau, vielleicht eine Sache noch oder zwei Sachen noch. Was wünschst du dir für die Zukunft in der Kinder- und Jugendarbeit? Und vor allen Dingen weiß ich, du hast auch noch einen kleinen Aufruf zu starten für speziell eure Kinder- und Jugendarbeit jetzt im Fasanenhof. Ja, also prinzipiell wünsche ich mir natürlich, dass die offene Kinder- und Jugendarbeit, die ich so wichtig empfinde, einfach weiter Bestand hat. Und diese Offenheit und diesen Safe Space zu kreieren für Kinder und Jugendliche, jetzt auch vor allem, wir merken, wie massiv wichtig das ist, was sich in 2 Jahren auch vieles aufgestaut hat, mit was für einem Ballast die Kids zu uns kommen. Mhm. Und das eben weg von Schule, weg von Elternhaus, einfach ein Raum, wo sie sein können, wie sie sind. Und das wünsche ich mir, dass es das bleibt und dass es eben auch immer Mitarbeitende gibt, die das so leben, weil da muss man einfach mit Persönlichkeit dabei sein und diese Offenheit haben, ja. Damit das bestmöglich gelingt. Ja. Perfekt sind wir da ja natürlich nicht. Ja. Aber einfach zu gucken, dass wir so viel wie möglich begleiten können und da sein können. Und soll ich direkt den Aufruf starten? Hau ihn raus! Also letztendlich hat die Carrie schon darauf angedeutet, wir
Wir im Kinder- und Jugendhausverfahrenhof explizit haben aktuell eine Stelle frei und suchen eine motivierte oder einen motivierten Mitarbeitenden, der Bock hat, einfach auch Kinder und Jugendliche zu begleiten und kann da auch für die ganze Stuttgarter Jugendhausgesellschaft sprechen. Das ist unser Träger, 40 Einrichtungen in Stuttgart oder noch mehr. Und wir haben ganz viele Stellen. Und falls jemand motiviert ist und Lust hat, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, dann bewirbt euch gerne. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Mega. Danke. Ich hoffe, es meldet sich jemand. Schreibt ja, in den Chat. Oder ansonsten, wir werden auch am Ende nachher kurz auch einige Links reinschicken und auch eine E-Mail-Adresse von euch. Also ihr könnt mit allen Beteiligten heute auch noch über Instagram oder über unseren Blog oder über die E-Mail Kontakt aufnehmen. Also ich drücke die Daumen, dass sich jemand meldet. Auch nochmal vielen Dank an dich, Carrie. Es war viel mehr geplant, war dann schon kein Ding. Aber schon allein die Räumlichkeiten zu stellen und Teil da zu sein, war wirklich für uns auch ein Riesen-Benefit und einfach toll, was da hier entstanden ist. Danke, kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Dann noch einen kleinen Applaus für dich, Maria. Das war toll, wie ihr uns begleitet und unterstützt habt. Dankeschön. Dann, du darfst jetzt noch ganz kurz hier bei mir bleiben. Ich werde jetzt gleich das nächste Stück ankündigen. Und zwar, jetzt werden wir die Aufführung Selbsthass sehen von Antoinette Borg und Nadine Friedrich. Hier geht es um Mobbing, um Bodyshaming und auch hier ist wieder das Thema, was der Druck der Gesellschaft aus einem machen kann. Viel Inspiration. We'll be right back.
Jetzt möchte ich unseren nächsten Gast vorstellen, Alicia Soraya. Alicia Soraya ist von dem Queerdenker e.V., ein LGBTQI+-Verein hier in Stuttgart. Und diese Organisation, da werden wir jetzt auch gleich drüber sprechen, auch die Organisation hat auch gerade mit Jugendhäusern viel Kontakt, vor allem dem Jugendhaus in Cannstatt. Im Café Ratz gibt es da ein Jugend-für-Jugend-Treffen. Wir sprechen auch darüber gleich noch ein bisschen. Genau, und überhaupt ein bisschen Alicia kennenlernen und einfach nochmal über das Thema Gender und Queer sprechen. Bis gleich. Hallo Alicia. Hi. So schön, ich hoffe, der Ton passt so. Ja, und ihr könnt also, mich alle gut hören. Ihr könnt super, uns alle hören. Sehr also nice. Ihr assistiert uns weiterhin ja. im Chat und sagt uns, ob ihr uns gut hören könnt. Perfekt. Und wie gesagt, schreibt Fragen und Geschichten yes. und alles. Wir freuen uns auf den Austausch. Absolut. Aber jetzt okay. lernen wir dich erstmal kennen, Alicia. Ja, jetzt lernen wir mich erstmal kennen. Ja. Ich wurde dir schon super nett hier eigentlich vorgestellt. Ich heiße Alicia und was, glaube ich, auch ein Thema ist, über das wir gerne reden möchten, ist, ich persönlich benutze they, deren, denen Pronomen. Das heißt nicht sie, ihr Pronomen, auch wenn viele Leute mich wahrscheinlich erstmal sehen und annehmen, dass ich mich als Frau identifiziere. Ich selber identifiziere mich tatsächlich als nicht-binär. Und verwende deswegen auch der deren denen Pronomen. Das ist eine deutsche Version sozusagen von they, them aus dem Englischen. Da kennt man es vielleicht ein bisschen besser. Und ja, das ist tatsächlich irgendwie, glaube ich, auch gerade in diesem Rahmen, in dem wir hier uns auch bewegen, ja. ein sehr spannendes Thema, weil irgendwo diese Frage auch, was bedeuten Körper überhaupt? Genau. Was bedeuten Körper in Kombination mit dieser Frage nach Geschlecht? Heißt, ist eine Art und Weise, wie ein Körper aussieht, auch immer gleich zurückzuführen auf ein Geschlecht oder andersrum? Mhm. Und in dem Sinne, glaube ich, es ist auch einfach sehr, sehr, sehr spannend, über Geschlecht nachzudenken als etwas, was sehr viel fluider ist als nur Mann und Frau, ja. sondern eben auch tatsächlich Positionen haben kann, die sich außerhalb dieses Konstrukts irgendwie befinden oder innerhalb, aber vielleicht eben nicht an diesen Polen. Also ich glaube, da gibt es einfach sehr, sehr, sehr viele Ideen. Lass uns dann nochmal zu dir dann auch zurückkommen. Super gerne. Sorry. Weil also ich denke, also manche von euch haben das vielleicht noch nicht gehört. Das ist nicht binär und was soll ich mir darunter vorstellen? Weil ich denke mal, die meisten lesen dich jetzt weiblich. Ja, das hast du auch schon absolut. Gesagt. Also ich glaub, aber was sollen wir uns darunter vorstellen? Perfekt. Die Sache ist tatsächlich die Frage kann ich nur für mich selber beantworten, weil alle nicht-binären Personen, sowie auch alle Männer und Frauen, Geschlecht sehr individuell wahrnehmen. Mhm. Für mich ist Geschlecht einfach, ich nehme mein Geschlecht als sehr fluide wahr. Mhm. Das heißt, wenn ich mich im Spiegel anschaue zum Beispiel, dann gibt es an manchen Tagen Tage, wo ich denke, hey, der Körper passt total zu mir. Mhm. Oder an anderen Tagen schaue ich vielleicht meine Brüste an und denke, irgendwie passen die heute gar nicht so zu mir und irgendwie fühle ich mich mit denen heute gar nicht so wohl. Mhm. Und das kann sich aber auch auf andere, also das muss ich nicht nur auf den Körper beziehen, das kann sich auch einfach auf meine insgesamte, auf das Wahrgenommenwerden irgendwie beziehen. Also oft denke ich mir so, ach, heute möchte ich eigentlich nicht gar nicht vielleicht wahrgenommen werden. Heute möchte ich wahrgenommen werden als Frau. Heute möchte ich vielleicht wahrgenommen werden als eher maskuline Person. Und ich glaube, da irgendwie dieses Konstrukt von, es gibt Mann und Frau und wir sind aber alle schon irgendwo so fluide da drin. Und ich persönlich identifiziere mich auch als genderfluide, was im Endeffekt heißt flüssiges Geschlecht eigentlich, mhm. wenn man es direkt übersetzt. Und da gibt es aber auch viele andere Wörter dafür. Es gibt viele andere Beschreibungen und Label dafür. Das heißt, wie schon gesagt, bei mir ist es jetzt eine Version davon sozusagen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten davon. Und sehr, wie schon gesagt, ich glaube, jede Person empfindet Geschlecht erstmal individuell. Mhm. Also, und auch den Körper. Also und auch das, den Körper. Was du beschrieben hast, ja. dass man sich mal im Spiegel anschaut und damit absolut zufrieden ist oder halt auch eben gar nicht. Also ich glaube, das ist ja auch definitiv kein genderspezifisches Thema. Absolut, absolut. Fühle ich mich wohl in meinem Körper. Genau. Denn wir jetzt ja auch gerade in einem Stück absolut, gesehen das haben. Absolutes Stück, auch sehr, sehr, sehr atemberaubend. Mhm. Übrigens riesiger Fan von diesem Stück. Und zeigt, glaube ich, auch wieder sehr genau auf, wie politisch Körper eigentlich sind erstmal. Ja. Vor allem aber auch in so einem privaten Sinne. Also dass so dieses Private von, ich mag meinen Körper nicht, ich fühle mich nicht wohl in diesem Körper. Mir wird von außen gesagt, ich habe eine gewisse Art und Weise, wie ich auszusehen habe. Und wenn ich eine gewisse Art und Weise erreicht habe, dann bin ich perfekt. Und mhm. oft auch, wenn man an diesem Punkt angekommen ist, merkt man ja, irgendwie stimmt da trotzdem noch was nicht. Ja. Man fühlt sich konstant unwohl, weil es eigentlich kein Ziel gibt. Also es ist ja, man kann nicht perfekt, man kann nicht perfekt genug mhm. sein. Und das hat ja super viele Hintergründe auch ja. erstmal. Also gerade wenn man überlegt,
ich möchte jetzt, das ist eine sehr große Sache, öffnen natürlich hier, zum Beispiel Kapitalismus und Sexismus und das Patriarchat und all das, die hängen ja alle erstmal zusammen. Der Kapitalismus kann dir nichts verkaufen, wenn du deinen Körper cool findest. Wenn du dich wohlfühlst, dann kann dir niemand irgendwelche Abnehmpillen verkaufen und irgendwelche teuren Yogakurse und irgendwelche, ja, was auch immer es da alles, Operationen und genau, was es da eben alles gibt. Also ich glaube, dass da auch wirklich irgendwie wichtig ist, dein Körper ist erstmal auch ein unglaublich politisches Stück, Akt, Sein, Wesen. Ja, man kommuniziert ja auch durch den Körper. Mega, also mega, mega. Das ist das Erste, was wahrgenommen wird von den Menschen. Man sieht deinen Körper. Das ist das Allererste, was man außen kommuniziert. Was ich spannend fand, du hast es gesagt, es gibt Tage, da fühlst du dich weiblich, Tage männlich. Tust du das auch kommunizieren quasi nach außen, wenn wir gerade darüber sprechen, durch Kleidung, Haltung? Sehr gerne, sehr gerne tatsächlich. Also es gibt schon auch, ich habe tatsächlich, das sieht man auch immer nicht so, aber ich habe unter meinem langen Haar auch noch die Hälfte meines Kopfes ist tatsächlich rasiert. Das gibt dem auch immer so ein bisschen die Möglichkeit, die dann halt auch mal hochzunehmen und dann doch auch einen maskulineren Look zu erreichen dadurch. Ich spiele super gerne auch mit Make-up rum tatsächlich, also was man jetzt vielleicht auch heute so ein bisschen sieht. ich bin da auch wirklich gar nicht so, also es geht wenig darum, irgendwie hübsch auszusehen und irgendwie mehr darum, mich selber auszudrücken. Und dann schon auch so dieser Wunsch, eigentlich rauszugehen aus diesen typisch femininen Schönheitsidealen, wo man ja irgendwie versucht, so natürlich wie möglich auszusehen. Natürlich trotzdem mit Make-up, das ist super wichtig. So ganz natürlich geht natürlich gar nicht. So fake natürlich. Und ich bin halt, ich mag das sehr gerne, da komplett rauszufallen erstmal und halt zu sagen, bunt, Papagei, Clown, was auch immer. Ich habe Bock drauf. Ich mag es glitzerig, ich mag es laut. Das gehört tatsächlich auch ein bisschen zu meiner Geschlechtsexpression dazu, weil es wirklich irgendwie, es geht darum, rauszufallen erstmal, weil ich irgendwie symbolisieren möchte, dass ich mich eben nicht in diesen Polen wiederfinde. Stark, mega inspirierend, muss ich sagen, mega inspirierend. Kannst du uns auch, also ich könnte jetzt stundenlang mit dir sprechen, so viele Sachen gehen durch meinen Kopf, aber ich denke, das wäre auch so mal interessant, also jetzt gerade auch für unsere ZuschauerInnen, wie hast du deine Identität gefunden? Also ich meine, diese Zweifel haben wir alle. Und wo bist du zum Punkt gekommen, wo ich sage, nee, also ich bin nicht binär. Also. Das ist tatsächlich eine sehr witzige Geschichte. Ich war nämlich bis zu meinem 19. Lebensjahr, 19., 20. Lebensjahr, sehr überzeugt davon, dass ich heterosexuell bin, cis, was im Endeffekt heißt, dass ich mich wohlgefühlt habe mit dem Geschlecht, mit dem, das mir bei der Geburt zugewiesen wurde und tatsächlich auch monogam. Also das waren alles Sachen, wo ich so war, so, oh ja, bin ich alles, aber ich finde LGBTQ+-Rechte so wichtig. Aber ich bin nur ein Ally. Aber so wichtig. So ja, genau. Okay. Aber so wichtig habe ich niemals. Und ich habe tatsächlich, ich hatte damals auch eine Beziehung, 5 Jahre lang mit einem Cis-Mann tatsächlich auch. Und habe da auch sehr viele von diesen sehr typischen heteronormativen Stigmas, eigentlich Stigmata, reproduziert. Also wir haben so ein bisschen so ein Ding von heteronormativ, übrigens heißt im Endeffekt einfach nur, dass heterosexuelle Beziehungen erstmal eine Normalität darstellen und dass die Art und Weise, wie man in einer heterosexuellen Beziehung lebt und auch die Erwartungen irgendwie erfüllt, das ist das einzig Richtige. Also so Sachen wie, die Frau ist immer eifersüchtig und der Mann geht immer fremd. Das sind so diese typischen Klischees irgendwie und der Mann steht irgendwie in der Werkstatt, wie wir ja gerade auch schon gehört haben, und die Frau halt in der Küche. Und habe das schon auch sehr hart reproduziert, weil ich halt auch dachte, okay, so wurde es mir beigebracht, so wurde ich sozialisiert und ich dachte, das muss ich irgendwie sein und ich muss das nachmachen und ich muss diese Erwartungen erfüllen. Und war wirklich auch eine ganz andere Person eigentlich, weil ich halt irgendwie auch eine ganz andere Person, als ich eigentlich bin. Weil ich irgendwie dachte, oh, das ist aber, wer ich zu sein habe. Und habe mich da sehr verbogen, um diese Person zu sein, sozusagen für diese 5 Jahre lang. Und das war tatsächlich mitunter dann, das kam dann nach dieser, ich habe mich dann getrennt dann irgendwann, habe irgendwie gemerkt, so, wow, ich bin so, so, so unglücklich gewesen. Habe dann alles davon hinter mir gelassen und habe eigentlich eine 180-Grad-Wendung gemacht. Und da muss ich tatsächlich zugeben, hatte ich einfach enorm viel Glück, weil ich habe die wunderbarsten FreundInnen getroffen, die ich hätte treffen können. Auch alle super queere, super offene Köpfe und Menschen, die mitunter so viel Liebe versprühen. Und da hatte ich wirklich dann einen safer Space, in dem ich mich ausprobieren konnte. Indem ich dann erstmal meine Sexualität auch irgendwie ausprobieren konnte und dann irgendwie gemerkt habe, hey,
Männer sind nice, aber Frauen auch ziemlich nice. Nicht-binäre Leute, also, ja, das dann irgendwie so langsam irgendwie so zuzulassen und irgendwie zu merken, so hey, da ist was, das ist irgendwie queer und das ist vielleicht auch was, was mir nicht so beigebracht wurde, aber das ist, wer ich bin. Und das hat mir ganz viel Freiheit gegeben. Ich wollte gerade sagen, es klingt so, als ob du deine Fesseln gesprengt hast. Mega. Also es war wirklich, es ist auch immer noch ein gutes Gefühl. Und daraus kam dann auch so dieses so, okay, ich bin irgendwie, meine Sexualität ist schon mal nicht der Norm entsprechend. Und dann denkst du automatisch weiter. Und dann war ich so, okay, wenn das der Fall ist, wie sieht es dann aus mit Monogamie? Finde ich Monogamie eigentlich interessant? Möchte ich nur eine Partnerperson haben oder wie läuft das für mich? Und dann habe ich gemerkt, okay, ich liebe auch viel offener eigentlich. Ich liebe Menschen auch viel flüssiger eigentlich, als irgendwie so diese eine feste Person zu haben. Ich finde ganz, ganz, ganz viele Leute gleichzeitig ganz arg wundervoll. Mhm. Und von diesem kam ich dann irgendwann so auf meine geschlechtliche Identität. Das war tatsächlich vor allem während der Pandemie, das hat mir ein bisschen geholfen, irgendwie so dieses nicht wahrgenommen zu werden. Ich wohne alleine und war alleine im Lockdown. Das heißt, ich war tatsächlich ein gutes Jahr sehr viel mit mir selber beschäftigt und habe da das erste Mal gemerkt, so, was passiert eigentlich, wenn ich nicht konstant betrachtet werde von äußeren BetrachterInnen. Wer bin ich? Eine Erwartungshaltung mitbringen, ja. Genau, weil andere Leute immer eine Erwartungshaltung mitbringen, ob sie wollen oder nicht. Und da halt für mich zu merken, okay, ich kann da jetzt erstmal rausfallen und kann erstmal so 100% ich selber sein. Das hat mir sehr viel Freiheit gegeben, das irgendwie auch nochmal zu exploren, irgendwie herauszufinden, wer ich bin und dann tatsächlich da auch zu entdecken, irgendwie dieses Nicht-Binär-Sein. Das fühlt sich einfach richtig an. Das ist ein Label, das ist aber auch einfach eine Persönlichkeit, die mir sehr gut gefällt. Wow. Ja. Also Pandemie als Befreiung. Zur Abwechslung mal. Ja. Ja. Ja, okay. Wow, spannend. Mega gut. Also wie gesagt, also ich hätte ganz viele Fragen und vielleicht habt auch ihr ganz viele Fragen. Also wir gehen da auch gerne nachher drauf ein. Magst du ein bisschen was über Queerdenker erzählen? Super gerne. Und überhaupt, was tut ihr? Wie kann man Kontakt aufnehmen? Wunderbar. Das ist tatsächlich auch, das waren die FreundInnen, die mir damals eben auch so ein bisschen geholfen haben. Mit denen habe ich auch noch, während ich noch dachte, ich wäre hetero und cis und all das, eine LGBTQ+-Jugendgruppe ins Leben gerufen. Also ich war so, guter Ally. So ein guter Ally. Und habe in dem Sinne dann tatsächlich diese Jugendgruppe mit denen damals gegründet. Und das war ziemlich cool, weil wir waren halt wirklich alle zwischen 15 und 18 ungefähr. Also alle super jung, haben gemerkt, okay, in Stuttgart gibt es zwar Jugendgruppen, die sind aber so ein bisschen geschlechterbasiert gewesen. Also halt für bisexuelle und lesbische Frauen und bisexuelle und schwule Männer, was super wichtig ist. Wir brauchen solche Safer Spaces. Wir haben aber gesagt, so, aber irgendwie fehlt dann halt noch dieser Space für einfach alle Leute oder auch Leute, die sich vielleicht noch nicht so sicher sind. Leute, die sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Und haben dann damals tatsächlich das Café Ratz angesprochen, ob sie uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen wollten. Und das war 2017. Mhm. Und seitdem, bis zur Pandemie auf jeden Fall, gab es dann jeden letzten Sonntag im Monat ein Treffen dort. Und jetzt gerade nicht mehr. Das soll jetzt aber auch wieder losgehen im März. Also jetzt, wo es langsam wieder wärmer wird und die Zahlen wieder ein bisschen sinken, haben wir uns gesagt, das klingt auf jeden Fall gut. Und es ist einfach auch so relevant, Jugendlichen, vor allem queeren Jugendlichen, einen Space zu geben, um sich selber zu finden und um sich selber auch irgendwie entdecken zu können in so einem Space, der auch nicht zu Hause ist. Also tatsächlich sehr ähnlicher Punkt, den wir ja auch vorhin schon angesprochen hatten. Ja. Wenn man das dann halt auch nochmal irgendwie für queere Menschen ein bisschen spezialisiert, glaube ich, unglaublich wichtiger Space, gerade für junge Leute. Super. Mega, und, mega toll, was ihr da macht. Also auch da, wir schicken die Links noch in den Chat rein. Also ihr könnt einfach bei Queerdenker anschreiben, fragen, wann ist das nächste Treffen, wo ist das nächste Treffen oder auch, wenn ihr Gespräch sucht. Genau, also ihr könnt uns super gerne schreiben. Am besten findet ihr uns wahrscheinlich über unsere Webseite, das ist die www.queerdenke-stuttgart.de oder da findet ihr eigentlich noch alle weiteren Links. Auf Instagram wäre es queer.denke. Auf beiden sind wir sehr erreichbar und auch eigentlich wie alle Gen Z-Kids halt auch immer viel am Handy unterwegs und kriegen alles immer sofort mit. Also, und wenn man sich jetzt noch nicht traut, direkt gleich euch anzusprechen, finde ich ganz toll. Du hast einen Podcast. Ich habe auch einen Podcast tatsächlich und zwar mit Ida. Ida ist auch Teil der QueerdenkerInnen und der Podcast, den gibt es auf Spotify zu hören. Das ist GöttInnen-Speise, also mit einem kleinen Gender-Sternchen. Und da unterhalten wir uns mit ganz vielen super tollen GästInnen über alle möglichen queeren Themen. Also falls ihr irgendwie Lust habt, euch einfach
damit auseinanderzusetzen oder ihr selber euch vielleicht nicht so sicher seid und ihr wollt einfach mal ein paar queere Stimmen hören, hört super gerne rein und in der Zukunft vielleicht dann auch gerne mit Carrie mal eine Folge. Wir werden ja sehen. Ich hoffe. Gerne. Wunderbar. Ich freue mich super gerne, also super sehr, wenn ihr reinhört und an sich schreibt uns. Wir freuen uns immer über Kontakte. Danke, Alicia. Danke dir. So, für euch haben wir jetzt gleich nochmal ein Filmchen vorbereitet. Und zwar ist es das Making of Emotions Project. Ihr kriegt jetzt einen kleinen Blick hinter die Kulissen, wie das dann alles entstanden ist. Und dann sehen wir uns wieder hier im Cypher und zwar mit allen Gästen von heute Abend. Das war jetzt gerade hier ein quick and dirty Umzug. Ich hoffe, jetzt passt wieder. Alle sind jetzt da. Wir mussten jetzt ganz, ganz schnell hier uns formieren. Ihr seht, wir haben jetzt Masken. Ich hoffe, man kann uns trotzdem immer noch ganz gut verstehen, weil wir jetzt doch so viele hier im Cypher sind. Und die Zahlen sind ja doch ein bisschen heftig. Wir sind natürlich alle hier safe, aber wir wollen noch safer sein. Und deswegen haben wir jetzt die Masken an. So, ich freue mich sehr, dass ich euch alle da habe. Leider nicht alle. Die liebe Nadine hat uns jetzt gerade schon leider verlassen müssen. Ihr ging es jetzt nicht so gut. Also sie grüßt uns ganz herzlich und hat mir auch gerade noch ein bisschen was geschrieben. Sie muss jetzt schnell nach Hause. Aber wir haben die Anni. Ich bin sicher, ihr könnt den Unterschied gerade eh nicht verstehen, wer ist. Also die Anni, die wir jetzt gerade tanzen gesehen haben, die ist jetzt hier auch bei uns. Und wir haben Alicia nochmal, wir haben Maria nochmal und die Lea. Mit der haben wir uns ja auch schon ganz viel unterhalten. Also ich würde jetzt ganz kurz auch noch ein bisschen Fragen stellen zu dem Stück. Wir haben jetzt auch noch gar nicht über Selbsthass gesprochen. Das ist für euch nochmal die Chance, uns die letzte Chance, noch Fragen zu stellen, auf die wir dann auch gleich sehr, sehr gerne eingehen werden. Genau. Erstmal an dich, liebe Anni. Es ist ein mega tolles Stück geworden. Also es hat so viel Freude gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Wir kennen uns auch echt schon einige Jahre. Also ich habe das Gefühl, ich habe mich quasi mit großgezogen. Und dann aber auch zu sehen, was ihr da fabriziert habt, du und Nadine zusammen. Also hier, Riesenrespekt und auch diese Aufführung jetzt auch hier im Cypher. Mega, mega, mega. Ja. Genau, schnapp dir irgendein Mikrofon dazu. Kann man mich hören? Ich hoffe. Sehr gut. Sonst kann man auch kurz beim Reden es runter tun. Genau. So, jetzt sieht man auch mein Gesicht. wow, also erstmal vielen Dank. Es ist krass, dieser Cypher, wie wir gerade getanzt haben, das ist einfach eine ganz andere Atmosphäre. Und sich selbst tanzen zu sehen mit so einem professionellen Kamerateam, sowohl Mr. und Mrs. Clip als auch hier. Matt. Genau, im Livestream, das ist mega, mega dankbar. Es gibt nichts Schlimmeres als wirklich schlechte Techniker oder Kameramenschen, wenn man sich so viel Mühe gibt und dann kommt es gar nicht raus, also wow. Und ich muss sagen, also erstmal vielen Dank, dass ich sprechen darf. Als Tänzerin darf man ja oft gar nicht was dazu sagen, obwohl man sich ja so viel Gedanken drüber gemacht hat, über sein eigenes Stück und seine Bewegungen und wir sind auch selber mega geflasht, wie das Stück jetzt voranschreitet und reift und wir hoffen, wir dürfen es noch öfter vortragen, also ja, falls ihr irgendwie eine Veranstaltung habt oder so. Werbung! Wir wären bereit!
Schön. Genau. Magst du dann gleich bei der Gelegenheit für euch beide so erzählen, was steckt in diesem Stück? Was für Gedanken, Emotionen? Also kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Ich könnte ziemlich viel darüber erzählen. Die kurze Version, ja. Ja, also Nadine und mich verbindet viel der Selbsthass, weil Carrie hatte uns am Anfang die Aufgabe gegeben, einen Aufsatz zu schreiben, was uns bewegt und unser Background, unsere Geschichte sozusagen. Und da gab es so viel in der Familie und in unserer Vergangenheit, in unserer schulischen Laufbahn, Ausbildung, wie auch immer, so oft das Gefühl, dass wir uns selbst für nicht wertvoll halten oder und selbst Steine in den Weg legen und also so oft, also ich glaube, das haben so viele Menschen, wir haben es auch vorher schon gehört im Jugendhaus und so, heute bin ich fett oder wie auch immer, ich sehe es auch so oft, ich bin ja auch Tanzpädagogin, jeden Tag Kinder zu sehen, die wirklich nichts von sich halten und das noch als Spaß bezeichnen, boah, das geht gar nicht, also da fühle ich mich immer so berufen, also als Tanzpädagogin bist du lernst du nicht nur Tanz, du bist ja auch irgendwie Mama, du bist ja auch irgendwie hier für die Entwicklung zuständig, so wie du meine Tanzmama bist, hast du mich auch großgezogen und so, ohne das Tanzen wäre ich nicht die Person, die ich heute bin und da geht noch ganz viel weit nach oben, also ja, ich habe so das Gefühl, ich will die Leute, die Kids, ja, das Beste aus ihnen rausholen, dass sie irgendwann frei wie ein Vogel sein können, so wie du, Alicia, das wäre so cool, also ich sehe auch immer kleine Fortschritte. Und ja, zum Stück. Zum Stück. ja, wir hatten ganz viel das Thema Selbsthass und gemerkt, wow, das triggert und das haben wir so oft und immer noch. Und eigentlich mega Sache, das gerade das zu nennen, was uns beschäftigt. Also deswegen ist es auch so persönlich. Und jedes Mal müssen wir fast heulen im Sitzen. Es ist echt crazy und ja, also es fing damit an, dass wir uns einfach, gerade als TänzerInnen kann man es, glaube ich, gut nachvollziehen, dass man einfach nie genug ist. Also man gerade wenn man in Ausbildung war, ich glaube, jeder kennt das dann, dass man einfach jeden Tag heißt es ein Stückchen besser sein und man soll alle Tanzziele erfüllen und man soll alle Sachen einfach können. Und das kann ja wohl niemand. Ja, es geht ja an eure Leistung, also es ist ein hoher Erwartungsdruck an eure Leistung, aber auch an Körper. Also Thema Bodyshaming ist auch in der Tanzszene auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema. Also wenn ich gerade ans Stuttgarter Ballett zum Beispiel denke, boah, da bist du wöchentlich gewogen und wenn du dann in der Pubertät plötzlich Brüste bekommst, dann bist du raus. Also so läuft es halt im Ballett immer noch, leider, wo ich denke, boah, heute, weiß ich nicht, Adidas hat Models, die irgendwie aussehen so und warum ist es in der Tanzwelt noch so veraltet, das finde ich so schade und es geht nicht und das möchte ich einfach unterstützen, dass jeder, die Leute haben ja auch voll den Shame zu tanzen, also wo ich sage, jeder kann tanzen, jede Person hat ein Body und kann sich bewegen und wenn es nur minimal ist. So. Ja. Absolut, so. Mega schön. Ja, also wir haben uns ja da ganz viel auseinandergesetzt, auch mit dem Thema auch Mobbing. Also ich meine, Mobbing ist ja auch so eine Sache, das kommt ja aus diesen Erwartungshaltungen raus und oft die Unzufriedenheit mit sich selber, die man auf andere Menschen überträgt. Das waren auch so Themen, die euch da in dem Stück beeinflusst haben. Und dann diese schönen bunten Kleber an dem Körper, da haben wir uns inspiriert, vor allen Dingen an dieses, wenn man seinen Körper verändern will, und zwar mit Gewalt, und zwar durch Operationen. Also alle diese Kleber, das waren tatsächlich inspirierte von solchen Zeichnungen von OP, die Brüste zu groß, zu klein, hier die Rappe rausnehmen, da noch irgendwie Zellulite bekämpfen, also dieses Ganze, man ist egal, man guckt sich in den Spiegel an und man ist immer noch nicht genug, man findet immer noch einen Fehler, egal wie weit wir schon gekommen sind, an Perfektionismus ranzukommen, je mehr man auf dieser Bahn ist, desto mehr Fehler findet man und man kann nicht perfekt genug sein. Und das sind einfach so Themen, die uns da so auch gestresst haben und gestört haben und gesagt haben, wir müssen einen Hinweis darauf geben, also dass dieses Bodyshaming gefühlt bei sich selber und auch anderen gegenüber gefühlt in der Gesellschaft nicht endet. Ja. Sad story. Deswegen so wichtig und so toll, dass ihr dieses Stück gemacht habt. Ja, ich hoffe auch, es erreicht viele Menschen und es regt zum Nachdenken an und es macht einen vielleicht Mut, sich selbst zu akzeptieren, wie man ist und auch die Macken irgendwie zu mögen und wie ich meinen Kids so oft sage, wäre doch langweilig, wenn wir alle gleich sind. Ja. Und warum ist es denn? Warum ist es denn schlimm, komisch oder anders zu sein? Und dann frage ich mich die Frage selbst und denke, wow, ich therapiere mich gerade selbst. Also ist ein cooler Job, muss ich sagen.
Ja, also das ist wirklich ein Stichwort. Also wir haben uns, glaube ich, alle im Emotions Project so ein bisschen selbst therapiert, gegenseitig therapiert. Genau, wenn wir gerade bei dem Thema sind, da würde ich gerne mal einmal in die ganze Runde. Und da fange ich vielleicht auch gleich mit Nadine an, weil ihr habe ich die Frage schon gestellt und sie hat es mir geschrieben. Meine Frage an euch ist, was tut ihr zur Selbstliebe? Weil wir haben jetzt so viel über diese negativen Sachen gesprochen und was alles passiert, was uns runterzieht und was schwer ist. Und deswegen einmal ganz kurz, die Nadine hat zu dieser Frage geschrieben, über das letzte Jahr habe ich das Meditieren für mich entdeckt, was mir mental sehr gut tut. Ich nehme seitdem sowohl mich als auch meine Umwelt inzwischen sehr anders wahr. Auch auf meinen Social-Media-Plattformen bin ich allen Seiten bzw. Leuten entfolgt, bei denen ich das Gefühl hatte, dass sie mir nicht gut tun oder die überwiegend negativ geladenen Posts hochladen. Vor allem ist es wichtig, ein gesundes und gutes Umfeld zu pflegen und nur die Menschen am eigenen Leben teilhaben zu lassen, die einem gut tun. Liebe Grüße von Nadine und gute Besserung, liebe Nadine. Und dir, Josi, auch. So, dann fange ich doch mal bei Alicia an. Super gerne. Wir haben ja schon alle herausgefunden, dass ich sehr gerne rede. Das 30 Sekunden. In 30 Sekunden, okay, let's go. Nee, aber tatsächlich ist das eine Sache, die ich auch viel weitergebe, wenn Leute mich fragen, wie ich es schaffe, mich in meinem Körper so wohl zu fühlen, der doch eigentlich sehr weit weg ist von dieser Schönheitsnorm. Das hat bei mir tatsächlich so angefangen, dass ich mich nackt vor meinen Spiegel gesetzt habe und so lange mich angeschaut habe, bis das Bild nicht mehr unangenehm war. Wow. Weil ich oft das Gefühl habe, viele Sachen mögen wir erstmal nicht aus dem Grund, dass sie uns unbekannt sind. Und deswegen ist auch Repräsentation so wichtig. Also ich habe dann auch angefangen, Instagram-Seiten zu folgen, die zum Beispiel irgendwie auch fat-positive sind und die tatsächlich irgendwie auch Körper zeigen, die wie meiner aussieht. Und habe darin dann irgendwie immer mehr Schönheit auch entdeckt und habe dann tatsächlich auch einfach beschlossen, ich schaue mich jetzt so lange an, bis ich mich auch gut finde. Und hat tatsächlich geklappt. Also kann ich jedem empfehlen. Cool. Ja, so ein bisschen auch, wie euer Stück geendet hat. Gell? Mhm. Schön. Anni, was machst du zur Selbstliebe? Ich muss gerade nachdenken, aber definitiv Nein sagen. Mhm. Ich bin ein unglaublicher Ja-Sager und das ist so schwer zu so kleinen Dingen wie, hey, wollen wir morgen was machen? Und eigentlich sagt dein Gefühl so, wo eigentlich gar keinen Bock. Obwohl ich die Person gern habe, so. Aber eigentlich habe ich Bock, mal was mit mir zu machen, weil ich so selten mit mir alleine bin und mal gar nichts machen kann, so. Einfach mal so, weiß ich nicht, ein bisschen an die frische Luft. Joggen zum Beispiel im Lockdown war mega irgendwie. Also das ist für mich Meditation, weil ich bin ziemlich schlecht im Nichtstun. Aber wenn man dann so läuft und dann so eine monotone Sache hat und dann einfach die Natur, die einen nicht judged, vor sich hat, das ist mega. Also Nein sagen kann ich empfehlen. Sehr gut. Danke, Anni. Lea, was tust du zur Selbstliebe? Ja, also ich finde auch zum Beispiel so Sachen wie... Ganz kurz runternehmen, genau. Wie sich auch einfach mal Zeit nehmen für sich selbst und alleine zu sein, ist ganz wichtig, weil dann gibt man sich selbst so diesen Raum auch und man fängt an, irgendwie auf sich selbst zu hören und auf seine Bedürfnisse und kann sich viel besser so entwickeln und kennenlernen und das ist total wichtig und deshalb liebe ich es auch einfach mal, zum Beispiel ich liebe es spazieren zu gehen und einfach Musik zu hören oder einfach ganz viele Stunden allein in meinem Zimmer zu sein und zu zeichnen oder sowas, weil ich, ja genau, dann gibt man sich selber diesen Raum, der ganz wichtig ist und was zum Beispiel auch sehr wichtig ist, sich selbst so zu behandeln, wie man auch eine andere Person behandeln würde. Zum Beispiel sich selbst auch immer was Schönes zu kochen, wenn man alleine ist und nicht einfach nur irgendwie so Fast Food oder so isst oder sich einfach so eine Tiefkühlpizza aufwärmt, weil das ist nicht gut und da sollte man sich einfach besser behandeln. So. Sehr schön. Maria. Ich bin ganz froh, dass ich die Letzte bin. So hatte ich ein bisschen Zeit, weil es tatsächlich nicht so einfach ist. Man ist selber zu sich immer sehr viel strenger wie zu anderen, wie du gerade auch schon meintest. Und ich bin einfach eurer Fraktion, joggen gehen, Fahrrad fahren, ohne Handy, nur für mich.
Was ich ganz oft für mich tue, was viele andere zur Weißglut bringt, ist, ich reagiere nicht sofort auf Anrufe oder SMS oder WhatsApp. Ich mache das dann, wenn ich Lust drauf habe. Das kann auch mal 4 Wochen dauern. Und das finden viele ganz schlimm. Für mich ist es toll, weil ich das dann selber steuern kann. Und ja, ich glaube, jetzt mit kleinem Kind ist tatsächlich, dass man nicht mehr so viel Zeit für sich hat, wo man viel so diese Selbstpflege ein bisschen machen kann. Aber irgendwie einmal in 4 Wochen morgens ausschlafen, sich einen Kaffee im Bett gönnen, ja. Gell? Und viel Kuchen. Yeah. Gutes Stichwort. Harry, was machst du eigentlich, um dir was Gutes zu tun? Ja, also ich muss mich da auch anschließen. Also ich habe jetzt auch das Meditieren jetzt auch für mich entdeckt. Und zwar nur ganz kurz. Man denkt immer, Meditieren ist so eine große Sache. Man kann es wirklich, es reicht manchmal auch eine Minute. Ja, und das aber regelmäßig. Also ich meditiere und vor allen Dingen Rückzug. Also ich bin auch ein Mensch, meine Batterien lade ich auf, weil ich mich zurückziehe, mit niemandem reden muss. Einfach nicht reden, nicht reagieren. Keiner reagiert auf mich. Und einfach mal so mich in meine Höhle verkriechen. Und ich habe auch vorher gesagt, so wie eine Schildkröte, mich so hinter meinen Panzer zu verstecken. Und dann wieder voll energetisch und geladen rauszugehen. Und was ich in dieser Höhle mache, ist meins. Genau. Und wenn wir von Selbstliebe sprechen, sprechen wir doch jetzt auch mal für Gegenliebe. Und diese Gegenliebe möchte ich unserem wunderbaren Matt-Team entgegensprechen. Und zwar sind es diese tollen Menschen hier hinter der Kamera. Ein Applaus für unsere Technik hinter der Kamera. Da sind wir wieder. Ja, also das ist das tolle Matt-Team und wir sind mega, mega happy. Sie sind Newcomer und hauen aber hier eine Professionalität raus. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns hier unterstützt und begleitet und einfach uns so schön ins rechte Licht drückt. Jetzt kommt der Kameramann gleich auch näher zu dem Thema. Wir haben jetzt ein paar Fragen aus dem Chat und da würde ich doch die Luciana im Off mich kurz bitten, mir die Frage mal vorzulesen. Ich wiederhole sie dann für euch. Okay, was bedeuten unsere Tapes, war die erste Frage. Aber es geht an alle, aber ich würde mal sagen, vor allen Dingen an Anni. Genau, Anni kann das beantworten. Alright, was unsere Tapes bedeuten. Ja, wir dachten uns, wir wollen wirklich so ein bisschen provozieren und zeigen, wo führt das hin, wenn man sich einfach überhaupt nicht mehr leiden kann. So. Und es kommt immer mehr der Trend auf, was irgendwie schon zum Normalsein ist, sich zu verändern. Und zwar nicht nur mit hier Haare oder Outfit, sondern auch wirklich bleiben zu verändern. Und zwar mit Operationen, Schönheitsoperationen. Die sind also vielleicht in Deutschland auch nicht so, aber ich glaube, so Amerika und so ist schon gang und gäbe. Wenn man Geld hat, macht man das. Und ja, so diese Marken zu setzen, zu sehen, wow, was gefällt einem überhaupt nicht? Und es sind so viele Dinge am Körper, wenn man so hinter die Kulissen mal schaut. So, man hat ja auch oft so eine Maske auf und sagt so, ach ja, so und so gebe ich mich und so fühle ich mich eigentlich ganz wohl, aber dahinter ist halt was richtig Böses drunter, so, wo man sagt, boah, also eigentlich will ich jemand ganz, ganz anderes sein. So, gleichzeitig fanden wir aber, weil wir damit experimentiert haben und gebastelt haben, das auch wie so eine Rüstung so ein bisschen sah das dann aus, also dass wir nicht komplett nackt dastehen und ja, so wurde das dann irgendwie zur Körperkunst. Ich finde, es wirkt hier zum Beispiel auch wie aus dem Krankenhaus, also wenn man gerade entlassen wird oder hat man ja auch manchmal so Sachen drin, also es ist auch vielseitig interpretierbar. Wir können ja auch gerne mal in die Chats schreiben, was ihr gesehen habt in dem Video, wie es für euch rüberkommt. Also ihr habt auch schon gesagt, so, boah, ja, das hat mich voll an die Schönheits-OPs erinnert. Also ich finde, das schockiert dann auch schon mal so ein bisschen, sagt so, oh, okay, das steckt dahinter. Mhm. Ja, also auch so mit dem Gedanke, den ich auch hatte, ist, dass sie eine Rüstung anlegt. Mhm. Dass wir einfach immer wieder eine Rüstung brauchen, um rauszugehen in Gesellschaft, um gesehen zu werden. Sei es die Perücken, sei es das Make-up, sei es irgendwie. Und deswegen auch diese, ich finde, die zwei sehen so ein bisschen aus wie Superheldinnen mit ihren Tapes. Und deswegen daran auch an Kriegerbemalung, Kriegerinnenbemalung und einfach an so Superhelden-Themen, dass man dadurch stärker, mutiger und einfach alles schaffen kann. Eigentlich geht es um den Kampf mit sich selbst. Genau. Danke für die Frage. Da gibt es noch eine weitere Frage. Esra und Johanna aus dem Jugendhaus Fassadenhof fragen, woher nehmt ihr
Woher nehmt ihr allen euren Mut, so frei zu sein? Wow, danke Esra und Johanna für diese Frage. Und zwar aus dem Jugendhaus Fasanenhof kommt die Frage, woher wir alle diesen Mut nehmen, so frei zu sein. Das ist eine richtig, richtig tolle Frage. Und wer mag die zuerst beantworten? Woher nehmt ihr diesen Mut? Anni. Ja, ich kriege oft so auch die Rückmeldung von meinen Kids, von meinen SchülerInnen. Wow, warum bist du so cool? Warum kannst du das? Warum bist du so ein Vorbild für mich quasi? Und dann stehe ich immer da und denke so, wow, also ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, außer mich zu dem hingezogen zu fühlen, was ich für gut empfinde oder wo ich mich auch frei fühle. Und so Step by Step werde ich auch eine freiere Person. Also ich bin noch lange nicht am Ziel und ich stehe hier und denke mir so, wow, also es ist noch so viel zu tun. Ich bin noch voll auf der Reise. Also ich bin kein Gott oder eine Göttin oder so, dass man sagt, wow, ihr seid nicht mutig und wir sind mutig. Ihr habt sicher auch, wenn ihr mal sucht, in eurem Leben sehr, sehr viel Mut bewiesen. Also ja, nur weil wir jetzt hier stehen im Fernsehen, heißt es nicht, dass wir irgendwie einen höheren Rang haben oder irgendwie krasser sind. So. Ich habe euch auch hier reingeschoben. Genau. Ja. Mag noch jemand? Alicia? Ich versuche die ganze Zeit darüber nachzudenken, wie ich Authentizität sage. Ist das das Wort? Ja, Dankeschön. Also um dieses Wort geht es tatsächlich viel. Ich habe für mich voll gemerkt, dass wenn ich nicht authentisch bin und wenn ich nicht ich selber bin, bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr unglücklich. Also das ist vielleicht ist fast ein bisschen klischeehaft, so dieses, du musst du selbst sein, um glücklich zu sein. Musst du vielleicht nicht. In meinem Fall ist es tatsächlich so, ich habe ehrlich gesagt einfach nicht genug Energie, die Maske die ganze Zeit aufzuhaben. Ich struggle tatsächlich auch mit Depressionen und einer Angststörung. Und da war das für mich dann einfach irgendwie sehr klar irgendwann, ich habe keine Zeit dafür. Ich habe kaum die Energie, irgendwie meinen Alltag so zu bewältigen, wenn ich nicht hundertprozentig selbst sein kann auch, dann funktioniert das irgendwie nicht. Also ich glaube, das ist teilweise oft sehr viel einfacher, als wir eigentlich denken, weil auf der anderen Seite, wir bringen so viel Energie auf, jemand zu sein, der wir vielleicht gar nicht sein wollen. Und ja, ich glaube, dass das oft vermeidbar ist. Und die richtigen Leute. Ich glaube, das gehört dazu. Man braucht die richtigen Leute im Leben und es ist ein Riesenprivileg, wenn man die hat. Und wenn ihr nicht das Gefühl habt, dass alle Leute in eurem Leben euch 100% abhypen und euch so trotzdem toll und sexy finden, dann wird es Zeit, dass ihr neue Leute sucht. Word. Ja, absolut recht, Alicia. Genau. Auf die Frage würde ich auch gerne kurz antworten. Dann Maria, ist das okay? Ja, weil also ich habe das Brennen jetzt gerade echt auf der Seele, Esra und Johanna, weil kann ich auch mal ein bisschen was von mir erzählen, weil ich war tatsächlich unfassbar schüchtern. Ich konnte null vor Menschen reden. Also Menschen in die Augen schauen, ich konnte nicht reden. Allein schon in der Schule, wenn ich strecken musste wegen der mündlichen Note und ich habe geredet, Menschen haben mich angeguckt, ich bin gestorben, mein Herz ist in die Hose gefallen, Schweißausbrüche, das ganze Programm. Und deswegen, wo habe ich den Mut geholt, plötzlich jetzt hier zu stehen, zu moderieren, auf eine Bühne zu stehen, also als Tänzerin international unterwegs zu sein. Auch in Fernsehshows war ich auch schon drin. Also ich habe wirklich sehr viel Öffentlichkeitserfahrung mittlerweile, aber damals keine Chance. Also ich habe wirklich diesen Mut nicht gehabt. Und also mein Trick war, ich bin in eine andere Rolle geschlüpft, weil du sagst Authentizität, mega wichtig, aber ich wusste noch gar nicht, wer ich bin. Deswegen konnte ich auch noch nicht wissen, wie ich authentisch bin. Also was mir geholfen hat, ist, ich habe dann so quasi für mich eine zweite Identität erfunden, so ein bisschen wie diese Rüstung, so, und habe der auch einen Namen gegeben. Also privat bin ich Carina und offiziell bin ich Carrie und die Carrie ist die Superheldin. Und der Carrie habe ich die ganzen Eigenschaften gegeben von den Menschen, die ich cool finde. Und die Carrie konnte das. Und das hat mir geholfen und seitdem ist es so, also Carrie und Carina ist eins. Klar, jahrelanges Training und immer mal wieder habe ich mir so Challenges gesetzt. Immer mal wieder habe ich gesagt, okay, heute traue ich mich mal, das zu tun. Und das mache ich immer noch. Also so wie heute, meine Challenge von heute war, freier zu sprechen und nicht so oft auf die Moderationskarten zu gucken. So, also das ist so mein Tipp an euch. Vielleicht konnte ich euch Inspiration geben. Maria? Ich glaube, es wiederholt sich ein bisschen, mich freut, dass wir da und Joanna dabei sind. Und
Da ich euch ein bisschen kenne, wollte ich auch noch antworten. Ich glaube, es geht viel in eure Richtung. Seid ihr selbst, so wie auch die Alicia gesagt hat, ganz wichtig, guckt, was die Leute um euch herum machen. Und wenn die nicht gut zu euch sind, dann ist es auch mal Zeit zu sagen, okay, dann suche ich mir jemand anders, der mir gut tut. Ja. Und vor allem würde ich euch noch sagen, was ganz schwierig ist, ganz oft, seid ehrlich zu euch selbst. Guckt wirklich, tut mir das jetzt gut oder ist es eigentlich scheiße? Mache ich das gerade und mache ich das gern? Bin ich das? Oder mache ich das jetzt, weil irgendein Instagram-Model meint, so muss man das machen? Oder weil meine Freundin sagt, das sollte man jetzt tun. Also ehrlich sein zu sich selbst und zu gucken, das, was ich gerade mache, bin es ich? Oder ist es ein Bild, das von außen kommt und wo ich denke, das muss ich jetzt machen? Und ich fühle mich gar nicht wohl dabei. Das ist noch mein Tipp. Tolle Worte alle zusammen. Wir haben noch eine Frage. Wir haben noch eine Frage aus dem Chat. Sie geht an Lea und Josie. Habt ihr eine Community, einen Safe Space? Also die Frage aus dem Chat geht an Lea und Josie. Die Frage ist, habt ihr eine Community und einen Safe Space in eurem Leben? Also ich kann jetzt erstmal nur für mich reden. Aber ich würde sagen, ich habe einen Safe Space und eine Community. Und zwar meine Freunde und meine Familie. Und also die sind total offen und unterstützend. Und deshalb habe ich da einfach Raum, ich selbst zu sein. Und ich glaube auch daher, wegen der vorherigen Frage, kommt auch ein Stück weit das Selbstbewusstsein, was ich glücklicherweise habe. Weil ich denke, das kommt auch sehr viel von, wie dich andere Leute behandeln und von außen, und deshalb ist es richtig wichtig, wirklich die Kontakte sich gut auszusuchen, die Leute, mit denen man seine kostbare Zeit verbringt, und natürlich muss man dann auch immer die Person sein, die dann sich am besten kennt und weiß, was kann ich und was kann ich nicht und wo sind meine Grenzen, aber was kann ich wirklich, und es kann einem niemand anderes sagen, so, aber trotzdem ist total wichtig, die Leute, mit denen man die Zeit verbringt und die einem auch zeigen, was man selber kann. Und wenn die dir das nicht zeigen können, dann ja. Sehr gut, sehr gut. Nice. Okay, wunderbar. Also wir sind dann schon am Ende unseres wunderbaren Programms angekommen. Also wunderbar, weil ich habe jeden Moment mit euch hier genossen in dem Cypher. Vielen, vielen Dank für alle, die eingeschaltet haben. Also wir haben euch jetzt nicht gesehen, aber wir haben euch gespürt. Und vielen, vielen Dank auch für eure Fragen im Chat. Ich hoffe, wir haben euch jetzt viel mit nach Hause geben können. Inspiration, Gedanken, Lösungsansätze, Kontaktpersonen auf jeden Fall. Also ich hoffe, die Links sind alle in dem Chat schon drin. Ansonsten schreibt gerne mir eine E-Mail auf dem Emotions-Blog www.emotions-project.com. Dann könnt ihr auch noch im Nachhinein Fragen stellen und ich vermittle euch gerne mit allen Organisationen. Vielen Dank an alle hier, die da sind. Vielen Dank an alle zu Hause. Wir hatten ja echt 4 Corona-Fälle jetzt in diesem Projekt und ich hoffe, dass ihr alle ganz schnell wieder gesund werdet, euch gut fühlt, und auch danke an die Technik, danke an das Haus der Geschichte, dass ihr uns hier das alles machen lasst und uns diesen Space gibt. Das ist unfassbar viel wert und wir sind unglaublich dankbar darüber. Und jetzt wünsche ich allen noch einen restlichen wunderschönen Weltfrauentag. Geht mit vollem Herzen und einem breiten Strahlen in den Abend und alles Gute. Grüße aus dem Cypher. Bye, bye.